Willkommen zurück im Tal der Könige in Echo. Ich habe ein bisschen weitergemacht, aber erstmal muss ich sagen, ich habe den Fehler gefunden. Ja, das lag einfach an der Mod, weil ich wahrscheinlich in einen der LKW eingestiegen bin. Ja, wurde da halt die Ladungsmenge halt wieder auf Vanille runtergesetzt. Durch das dann folgende Update. Ganz komisch war das. Naja, ich habe ein bisschen weitergemacht. Nur ein bisschen. Bin hier ein bisschen weiter rumgegangen. Jetzt haben wir eine vernünftige Kurve. Hier habe ich ein bisschen Erde ausgetauscht gegen Steine. Da hinten war Sand. Habe ich auch ein bisschen ausgetauscht. Hier war Sand. Hier. Jo. Viel mehr habe ich nicht gemacht, außer hier den Berg noch ein bisschen abgetragen. Naja, und jetzt habe ich gerade angefangen, den hier abzutragen. Das wollte ich eigentlich zwischen den Folgen machen. Im Stream. Hier. Und da habe ich auch eine Ankündigung zu machen. Das hier mache ich ganz kurz mal weg, während ich erzähle. Und zwar wird der erste zwischen den Folgen-Stream einfach mal heute erscheinen. Und zwar wahrscheinlich nach dieser Folge. Vielleicht auch schon während dieser Folge, kann auch sein. Muss ich mal sehen. Nee, wahrscheinlich eher nach dieser Folge. Das wäre sonst, unsinnig. Nach dieser Folge, also gegen 14:30 Uhr, wird der Stream starten. Und ja, der soll relativ unregelmäßig dann stattfinden. Relativ unregelmäßig, weil ich habe schon wieder Kaffee getrunken, ich muss da unten aufstoßen. Ich hoffe, man hört es nicht. Jedenfalls, das war falsch. Vielleicht sollte ich das Abbauen doch mal lassen, während ich erzähle. Hier. Und zwar werden die Folgen. Ja, mal kann mal sein, dass ich das täglich mache, mal alle 2 oder 3 Tage, auch mal nur einmal die Woche. Deswegen lohnt sich eine Ankündigung eigentlich soweit nicht so wirklich. Kommt immer darauf an, wie ich Lust und Zeit dazu habe, ne? Weil zwischen den Folgen wollte ich hier umbauen. Ich wollte natürlich auch noch was Größeres auch noch bauen an Gebäuden, weil wir brauchen ja auch noch ein ganz bestimmtes Gebäude. Ja, da müssen wir uns langsam drum kümmern, weil wir... Wir haben nicht mehr allzu viele Tage. Wo ist er denn? Gut, John ist gerade nicht da. Okay. John? Ja, John heißt er. John? Also langsam... Langsam merke ich das Alter. Gut. Was wollte ich jetzt diese Folge machen? Das wollte ich im Stream weitermachen. Und im Stream wollte ich auch noch was anderes auch noch anfangen zu bauen. Hat hier aber mit dem Tal der Könige nichts zu tun. Aber hier wollte ich jetzt was reinbauen. Was das, seht ihr dann. Ich überlege nur gerade, wie das am besten zu bewerkstelligen ist. Ich müsste vielleicht erstmal diese Steine hier so ein bisschen abtragen, damit wir hier eine Fläche haben. Oder zumindest... Ah, nee, brauchen wir gar nicht. Vielleicht brauchen wir das, obwohl die werden eigentlich perfekt dafür. Diese beiden... Also diese beiden abtragen. Das da und da. Ja, ja, das könnte man so machen. Ja, das wäre, glaube ich, gar nicht mal so doof. Das wäre ziemlich cool sogar, vielleicht. Ich wollte es eigentlich ursprünglich hier hinten haben, aber hier ist gerade nur wenig. Nur was, das kann ich gerade noch nicht sagen, sonst spoilere ich mich wieder. Oder hier könnten wir es auch reinhauen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wo kommen wir da hin? Ja, da, ja, 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 da ist das, ist der Windpark. Natürlich. Da ist der Windpark. Da gefällt mir aber besser. Da kann ja noch irgendwas anderes hin. Und zwar hier. Ja. Genau. So, die bauen wir mal kurz ab. Also diese Folge wird ziemlich viel mit manuellen Abgeklöppel hier zu tun haben. Ich glaube einfach daran, dass wir hier uns in das Gemäuer reinhauen müssen. Ich wollte eigentlich nur eine Tür haben. Man könnte vielleicht auch den trotzdem abbauen. Diesen da. Ja, dann haben wir wieder so unsymmetrisch. Also ich mag es nicht, wenn es nicht symmetrisch ist. Naja. Wir versuchen es mal mit 2. So. Und hier darf ich mich um Gottes Willen bloß nicht verklöppeln. Weil Steine können wir leider so nicht wiederherstellen. Was ich persönlich sehr schade finde. Ja.
Das Räuspern ist jetzt kein Räuspern eines Schams gegenüber. Nein, ich habe tatsächlich noch ein bisschen Frosch im Hals. Der muss gelegentlich mal geweckt werden. Und deshalb räusper ich mich gelegentlich. Dafür mute ich mich jetzt nicht unbedingt aus. Ne? Also zum Räuspern, nein. Zum Husten ja, gerne, aber zum Räuspern, nein. Ja, ist natürlich doof, ne? Hier passt man auch nicht mal mit dem Kompaktlader rein. Schade eigentlich. Aber gut, was soll's. So, das könnte vielleicht schon reichen als Durchgang. Ja, schauen wir mal. Ja, könnte. Vielleicht noch einen. Einen müssen wir noch. Und deshalb wünsche ich mir einen Presslufthammer. Wir haben für alles haben wir auch ein schnelleres Werkzeug. Ne? Für Erde haben wir nun nicht nur die Baumaschinen, wir haben ja auch für Erde auch, wo ist eigentlich der LKW da hinten? Muss ich mal kurz holen. Für Erde haben wir Baumaschinen und wir haben auch die große Schaufel dafür. Gut, das ist eine Mod-Schaufel, die ist ja nicht von Vanilla vorgesehen, aber hier für Holz. Für Holz haben wir zum Beispiel, da haben wir doch, ne? Kettensäge. Habe ich sogar schon dabei, ne? Hier auf 4. Brumm, ne? Die Laute. Die Kettensäge, die Laute. Und für Spitzhacke haben wir nur alternativ ja, das Ding und den Bagger, der jetzt wahrscheinlich vorm Süffelglück noch steht. Ansonsten haben wir da nichts. Und dafür wünsche ich mir eine Walze. Man hat ja auch so viele Baumaschinen, warum hat man keine Walzen? Oder zum hier. Dafür. Ne? Haben wir einmal die Hake oder Hacke. Hacke oder Hake? Eine Hacke. Eine Hacke. Gut, ist keine Hake. Natürlich ist keine Hake, es sind keine Zinken dran. Dafür haben wir. Ach doch mal. Die Hacke und dafür haben wir den Trecker und auch diesen wie hieß er? Handflug. Den Handflug. Nicht Handflug. Hand. Ach Gott. Autsch. Ja, ich habe einen Teflonschädel. Ich bin äußerst abweisend. So, dann schauen wir mal hier. Ein Dreieck reicht vielleicht sogar schon an Höhe. Ja. Ja. Schauen wir mal. Hier darf ich mich aber nicht verhauen. Aus genannten Gründen gerade. Eieieiei, das wird schwer, zumal ich mich ja immer irgendwie verhaue zwischendurch. Meistens mit Lakritzschnecken, habe ich schon mal gesagt. Ja. Was wird das jetzt hier? Ja. Das werdet ihr noch sehen. Das wird alles noch früh genug sehen. Vielleicht nicht unbedingt in dieser Folge, weil dafür geht es einfach nicht schnell genug voran. Aber ich glaube, das kriegen wir schon ganz gut hin. Naja, zum Stream. Ja, im Stream, da wollen wir die ganzen großen Gebäude bauen, die wahnsinnig viel Zeit kosten. Die werden wir natürlich auch in den Folgen natürlich weiterbauen. Nur, damit nicht alles immer in den Folgen halt hängt. Weil sonst wird es auch irgendwann langweilig für euch, wenn es da überhaupt nicht vorwärts geht. Weil ich baue nun mal gerne detailliert. Und, detailliert. Und, ne? Und schön. Das ist vielleicht ein Fehler. Ist vielleicht ein Fehler von mir. Entschuldigung, dass ich schön baue. So, hier. Den. Ja, zur letzten 200-Jahr-Folge. Zur letzten 200. Folge. Ist nicht sonderlich viel passiert, außer, ja, die Mod. Ich hab's natürlich noch probiert mit der Mod, ne? Ich habe alle möglichen Einstellungen versucht, ich habe alles mögliche einem Update unterzogen, aber sie läuft nicht. Es werden immer nur die Kuben angezeigt mit X, Y und Z Koordinaten drauf und das ist dann keine Mod, wenn keine optischen Effekte dabei sind, ne? Also keine optische Werkbank, nix, weil es gab neue Werkbänke dabei, es gab sogar die Hecke dabei. Nur ich kann keine Hecke aus Kuben hinbauen, das wo ein Teil aussieht wie der andere. Das ist nicht schön. Von daher
daher, naja. Also mir geht es immer so, kann natürlich sein, dass es mit dem Server zusammenhängt. Will ich nicht ausschließen, dass der vielleicht, dass die Mod vielleicht nicht hier auf dem Server läuft. Das mag sein, dass, wie gesagt, das kann ich nicht ausschließen. Aber wir sind nun mal hier auf dem Server und dementsprechend kann ich sie leider nicht nutzen. Schade, auch da gab es Parkbänke wieder. Es gab wohl Hecken. Gab es Hecken? Gab es überhaupt Hecken? Nicht, dass ich was Scheiße erzähle. Hecken gab es gar nicht. Parkbänke gab es. Aber nicht nur Parkbänke, es gab auch farbiges Glas, es gab wieder Doppeltüren und unnötigerweise auch diese Automatiktür, die halt in zwei verschiedene Richtungen dann öffnet. Naja, aber ja, schade, Mensch, schade. Ja, falls ihr Interesse daran habt, das ist die Elixier-Mod. Ich werde sie aber nicht verlinken, weil ich in den Folgen nur die hier genutzten Mods verlinke. Also in der Videobeschreibung. Verlinke ich nur die hier genutzten Mods. Elixier-Mod, die läuft hier leider nicht. Schade. Ich habe es auch schon geschrieben, aber ich habe ehrlich gesagt noch keine Zeit dazu gefunden, nach einer Antwort zu gucken. Und der hat bestimmt schon geantwortet. Vielleicht kommt es später, vielleicht habe ich auch irgendwo wieder einen Fehler gemacht, das kann sein. Aber ich habe mich genau an die Anweisung gehalten, von daher, naja. Was soll ich denn noch machen? Hm? Ich kann sonst nichts anderes machen, als mich auch noch an Installationsanweisungen zu halten, an die logische Anweisung zu halten. Also an meine eigene Installationslogik. Tja, kann natürlich auch sein, dass sie einfach halt mit einer anderen Mod hier irgendwie kollidiert. Kann auch sein. Will ich nicht ausschließen. So. Achso, wenn ihr die große Schaufel nutzen wollt, das vergesse ich immer wieder zu sagen. Dafür braucht ihr natürlich auch das Asphalt-Mod-Kit. Ne? Ohne Asphalt läuft da nichts. Ja, weil Asphalt bei mir halt nebenbei läuft und das brauchte ich noch nie so großartig aktualisieren. Es läuft halt. Und ja, es läuft halt. Bumm. Punkt. Es läuft und läuft gut. Nur halt hat so keine eigenen Mod-Bestandteile. Ich glaube, es hat nur die Möglichkeit, diese Mod zu nutzen. Ich weiß nämlich, in welcher Hinsicht. Weiß ich nicht. So. Und so. So, reicht das schon? Nee, das reicht noch nicht. Ein bisschen tiefer müssen wir noch. Vielleicht noch. Nochmal um 4. Also gegen 4 sollte es dann auch passen. Vielleicht sollten wir noch einen höher. Vielleicht auch ein bisschen schimmrig. Ich überlege gerade. Vielleicht noch ein bisschen höher? Ach, wir bauen uns erstmal hier weiter tiefer rein. So, zack. 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 So. Badam, 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 badam. Oh, hier. Aha. So, den auch noch. Deswegen wünsche ich mir unbedingt einen Presslufthammer. Weil mit dem Presslufthammer ginge das Ganze wohl auch ein bisschen schneller. Gerade für Situationen, wo der Kompaktlader nicht reinpasst und wo die Spitzhacke zu langsam ist. Und ein Bagger, Hopsen, hier kann man leider keinen Bagger nutzen. Siehst ja, ne? Bisschen niedrig für den Bagger. Außerdem auch der Kompaktlader, auch für den ist hier ein bisschen sehr niedrig. Dem ist das Niveau hier einfach zu niedrig. Ja, das ist halt so, ne? Liegt an meinem Kanal. Ja, gut. So. Ja, das Eisen dazwischen, das brauchen wir quasi gar nicht. Aber noch eine Mod zu schreiben, um Eisen in Stein zu umzuwandeln, das wäre, glaube ich, sinnlos. Weil wir haben mittlerweile auch so viel Stein, ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Am besten wäre es, wenn ich ein Fahrzeuglager baue, wo einfach nur Fahrzeuge stehen, die einfach voll sind. Das wäre vielleicht das Beste. Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß sonst nicht, wohin damit. Echt nicht.
Also jetzt gerade, gut, ich habe das noch nicht gebaut, was ich bauen wollte, sonst hätten wir zumindest das Sandstein-Debakel hier nicht mehr. Aber, ja, das können wir zwischen Folgen dann machen. Na, ja, könnten wir machen. Aber es gibt ja so viel, es gibt so wahnsinnig viel, was man bauen kann hier. Und ich möchte noch so viel bauen. Wie lange wird der Stream denn dauern? Der Stream, ja, weiß ich nicht, je nachdem, also mal eine Stunde, mal zwei, vielleicht drei Stunden. Ich weiß noch nicht, wie lange ich heute mache, weiß ich noch nicht, vielleicht zwei Stunden, vielleicht. Habe ich mal so angepeilt, ganz grob zwei Stunden. Dann haben wir noch nicht so wahnsinnig viel geschafft, aber vielleicht mache ich auch länger, ich weiß nicht, mal gucken. Natürlich mit Pausen, weil ich brauche regelmäßig auch Kaffee. Ein bisschen mehr Pause, ein bisschen weniger Quatscherei. Wahrscheinlich werde ich Letzteres überhaupt nicht schaffen. Also weniger zu quatschen. Das fällt mir in letzter Zeit dann doch einiges schwerer. Das fiel mir mal leichter. Da war mein Kanal noch neu. Und jungfräulich. Und unschuldig. Also ganz besonders unschuldig. Aber gut, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, das wird nichts mehr. mein armer, unschuldiger, kleiner Kanal. Och, Mann. Die Unschuld geraubt. Oh, ja. Ich hoffe, das ist Granit. Es ist Granit. Ein Träumchen. Das passt mir natürlich hier gerade gar nicht, dass hier auch noch Granit ist, auftaucht. Aber gut, das ist halt nicht zu ändern. Ja, ungünstig. Unangenehm. Nicht gut. Grau. Ja, ich weiß nicht. Grau. Grau. Ja, grau. Ich weiß nicht. Nee. Aber ändern können wir es halt nicht. Ändern können wir es nicht. Von daher, es hilft kein Jammern, es hilft kein Meckern. Da können wir statt Klotzen nur noch kleckern. Hä? Nee, das machen wir beim besten Willen nicht. Nee, also hier hauen wir richtig rein. Wie gesagt, in den Streamfolgen, ne, da werde ich hauptsächlich den Flugmodus nutzen. Außer natürlich im Kompaktlader, denn den werde ich da auch großartig benutzen. Ganz groß werde ich den dann benutzen. Also richtig schön benutzen. Ah ja, der wird so richtig geil benutzt. Ja, so viel dann zum Thema Jungfräulich-Kanal. Ja, und unschuldig. Ja. Was wollte ich sagen? Flugmodus, genau. Flugmodus, hauptsächlich den Flugmodus nutzen, allein um Zeit zu sparen. Und vielleicht auch die ein oder andere Konsoleneingabe, nur halt Gegenstände per Konsole anschaffen. Nein, das geht nicht, das mache ich nicht. Und das wollen wir auch gar nicht anfangen. Na, aber allein um Zeit zu sparen. Material haben wir tatsächlich. Wir haben wirklich Material ohne Ende. Und ansonsten, falls nicht, können wir es tatsächlich herstellen. Ihr seht ja, was ich hier allein schon an Eisen schon wieder raushole. Ja, gut, das liegt vielleicht daran, weil ich die Rezepte billiger gemacht habe. Aber hey, irgendwas ist ja immer. So. Ist jetzt langsam mal gut hier, das wäre schön. Ich bin auch ganz verwundert über mich, dass ich mich noch nicht verkloppt habe. Mit Haribo-Himbeeren. Aber nicht die frischen. Das sind dann, die sind dann mindestens 2 Jahre alt. Ne? Sind 2 Jahre in der Tüte. Das heißt, sie sind richtig schön steinhart. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och, wir sind schon eins zu weit. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber es passt mir auch ganz gut. Ungerade ist immer gut. Gut, das ist jetzt eine gerade Zahl. Aber hey, was soll's. Hier muss ja wenigstens kein Dach drauf. Ist auch gar nicht so schlimm. Es wird. Und wenn nichts wird, wird halt wird. Obwohl, ich könnte vielleicht noch zwei weiter noch rein. Ja, zwei können wir noch weiter rein. Und vielleicht ist die Deckenhöhe dann doch schon ganz passend so. Ich glaube, die lassen wir so. Ja. Kommt hier noch irgendwas hin, so als Bodenbelag? Nein, da ich glaube, das möchte ich auch so natürlich behalten.
Aber ich könnte natürlich hier auch ein paar Steinziegel auch reinballern, ne? Also Sandsteinziegel, das wäre auch nicht schlecht. Das wäre eine gute Idee. Könnte man machen, wenn man wollte. Hier kommen zwei Steintüren rein. Müssen wir auch noch herstellen. Können wir gleich zwischen den Folgen machen. Aber einbauen, glaube ich, machen wir dann in der Aufnahme. Das wird natürlich, das wird durcheinander. Es wird ein heilloses Durcheinander mit den Streams. Weil ich wahrscheinlich dann gerade an irgendwas denke und dann da wieder repariere. Da hinten, da müssen wir auch noch unbedingt noch das Dach erhöhen. Das wollte ich eigentlich als erstes machen, ne? Ja, gut. Naja, mal gucken. Wenn ich hierzu keine Lust mehr haben sollte zwischendurch, dann gut. Der Server, ich glaube, der kackt gerade ab, oder? Nee, ah, gut. Ein Leck. Ein Maxi-Leck. Kein Mikro-Leck, ein Maxi-Leck. Gut, wir sind auch schon bei knapp 21 Minuten, also noch nicht ganz, ein paar Sekunden haben wir noch. Aber gut, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge oder bis zum Stream, also in wenigen Minuten müsste der auch anfangen. Und dann seid gespannt. Kann sein, dass ich im Stream schon verrate, was das hier wird. Ne? Sieht jedenfalls interessant aus. Und ich wünschte, es gäbe Sandsteintüren. Aber gut, das wäre, glaube ich, gerade ein bisschen zu viel. Gut, also bis zur nächsten Folge Echo und seid gespannt, was das wird. Und vielleicht auch bis zum Stream. Also, tschüss.